Gibt es Leute im Chat, die nicht wissen, wer Trouble ist? Fangen wir einfach mal da an. Vielleicht muss ich ein ganz kleines bisschen, damit ich weiß, wo ich ungefähr ausholen muss. Müssen ja. Ich. Okay, also okay, wir fangen einfach wahrscheinlich an der Position an, dass wir erklären, wer Trouble ist. Okay. Also Fakt ist, Trouble war schon immer jemand, also damals auch schon bei 1.6, bekannt dafür, dass er einfach wirklich sehr, sehr gut ist. Einfach Fakt, einfach sehr, sehr gut. Und menschlich ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so, ja, das ist erstmal, lass uns das mal als Grundsystem nehmen, ja, also das ist der Charakter, ja, also sehr, sehr viel Skill, menschlich hat er sehr wenig Punkte gehabt, so, damit können wir schon mal arbeiten und es fing so an, ich habe mit ihm wirklich eine sehr, 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 sehr lange Vergangenheit, also wir haben uns wahrscheinlich vor über 15 Jahren, über 16, 17, 17 Jahren oder sowas haben wir uns kennengelernt, sage ich mal. Und ich sag mal so, ich war schon immer so, wie ich heute bin, schon auch ein frecher Wichser, ja. Und hab auch deswegen ihn, ja, PJ, genau, und hab ihn deswegen auch, ja, ich sag mal, dadurch, dass wir, er war sehr jung, ich war sehr jung, ja, wir waren immer so ein bisschen, es war immer so ein bisschen Rivalität auf jeden Fall zwischen uns. Und dadurch, dass ich immer schon die frechere Schnauze hatte, habe ich ihn halt damals immer schon so ein bisschen gedrückt. Habe ihn immer geflamed und so, habe ihm einen dummen Spruch übergedrückt und so. Und wollte ganz klar die Fronten halt klären, so dieses so, hey, ich bin der beste Spieler, du bist mir scheißegal. Und das war für mich ja eh immer schon wichtig. Also für mich ja immer wichtig, der Beste zu sein. Und auch so in meiner Area, so sollte es jeder wissen. Ich wollte es auch jedem unter die Nase reiben. So, das ist ein komischer Charakter, den ich da an den Tag lege. Fakt ist, ich habe ihn bis dahin damals nie gekannt. Wir waren 15, 16, 16 glaube ich. Ich habe ihn nie, so wir haben schon 3-4 Jahre in der Zeit gespielt. Ja, so gegeneinander und so gegeneinander gegathert und viele Stories voneinander. Aber wir haben uns nie kennengelernt. Und dann habe ich damals ein Team gemacht, ja. Ich glaube, es war Illusas mit Shadow und. Also EPS-Team gemacht. Und da war es so das erste Mal, dass wir so überlegt haben, ey, wir brauchen einen guten Spieler. Also wir brauchen einfach einen sehr guten Spieler. Und dann kam halt so in den Raum so, ey, jetzt mal no joke, was ist mit diesem Trouble eigentlich? So, ich weiß, so, Kollege, ich weiß, wer es gehört hat. Es war so, ich weiß, ihr habt immer ein bisschen Beef und so, aber der ist auch einfach ein guter Spieler und vielleicht kann man das erklären. Irgendwie so auf einmal so der vielleicht wahrscheinlich erste erwachsene Moment in meinem Leben, denke mir so, ja, vielleicht kann man das einfach auch klären. Sure. So, warum nicht? So, warum eigentlich nicht? Das heißt, wir haben uns ein bisschen kennengelernt und es ist so die ersten 1, 2, 3 Gespräche ist immer alles cool. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer alles cool. So, das ist immer nice. Ist so Honeymoon-mäßig, so auch mit Freundinnen und sowas. Die ersten 1-2 Wochen sind immer traumhaft erstmal. Und dann kommen halt 1-2 Moves, die abfacken. Also wir haben gequatscht, wir haben so ein bisschen uns ausgesprochen. Ich habe mich halt entschuldigt für 700 Mal Hurensohn sagen. Er hat sich entschuldigt für einfach, was er ist. So aus Prinzip, hoffe ich. Das heißt, wir haben einfach so die Fronten geklärt. Aber wir haben ihn doch so ein bisschen, ich habe ihm halt gesagt, weil ich war damals so, ich hatte in charge, was das Team angeht. Wir haben so gesagt, ey, Trouble, wir gehen so ein bisschen mit der Info raus, dass wir dich picken. Aber es ist halt doch nicht so safe. So, wir sind doch in der Trial-Phase. Es war so 1-2 Wochen, würde ich behaupten, bis es Deadline ist für EPS damals. EPS war damals halt die höchste deutsche Liga. Deadline heißt 1-2 Wochen, da muss Team stehen und announced sein und damit gelockt ist, ja. Wir haben gesagt, hey, Trouble, so nur. Ich glaube, der wird jetzt immer noch Trouble genannt. So Leute, es gibt Leute, die, wenn ich sie bewusst auf Distanz halten will, dann nenne ich sie halt Trouble noch und auch Nistra. So, ne, kennt ihr, nein, das ist ein Joke, by the way. Kennt ihr das nicht einfach? Es gibt einfach Leute, die nennst du einfach ein Leben lang bei ihrem Nick. Knochen ist ein Leben lang für mich Knochen. So, das ist nicht so, dass ich ihm im Internet Knochen nenne und dann offline irgendwie sage, ach, was geht ab, Matthias? Sondern er ist Knochen. Sein Name ist Knochen. In seinem Perso steht nur noch Knochen, nichts anderes. Und so war das auch damals für Trouble, deswegen habe ich gesagt, ey Trouble, ja, damit du es weißt, so wir planen mit dir, so das ist cool, läuft ja auch gerade, aber es ist halt nicht safe, es ist auch so ein bisschen Testphase. Das heißt, wir haben ganz halt so Crack gespielt und ich muss gestehen, so es wurde so von Tag zu Tag wurde es so
so einfach ernüchternd, der. War wirklich so, du hast einfach gemerkt, der Typ ist halt komisch. Und manchmal kann man es nicht so direkt erklären, weil wir waren ja auch noch selber jung und dumm. Und manchmal ist halt komisch, einfach nur, dass er anders ist, ist einfach schon komisch für dich und vielleicht dann auch schon irgendwie einschüchternd komisch. So dieses, irgendwie schmeckt mir das nicht, wie der ist. Und das war nicht so, klar, das ging so ein bisschen von mir am meisten aus, so. Aber auch einfach, weil ich war schon seit Tag 1 einer so, Alter, wenn die Harmonie im Team nicht stimmt, zocke ich einfach nicht. Ich brauche Harmonie im Team, das ist das einzig Wichtige. Ich brauche Harmonie. Und deswegen, Tag für Tag, und ich sage, nach den Pracs, ich rede so mit den Jungs, ich schreibe so, ey, ist das nur, also bin ich das oder ist der Typ so ein bisschen komisch einfach? Und ich sage, ist halt ein bisschen komisch einfach. Und jetzt fragt ihr euch natürlich so, was ist komisch? Komisch ist zum Beispiel, für mich damals und eigentlich auch heute, wenn er eine dicke Runde macht und die Leute sagen, nice, oder so, ey, geil, Tobi, dann sagst du eigentlich vielleicht so, danke. So, nice, ey, Tobi, fette Runde. Und dann eigentlich so, ja, Mann, danke, auf geht's so. Eigentlich so, du, für Positivität gibst du positiv zurück. Und bei ihm war immer so, du hast ihm so positive Vibes gegeben und der Typ hat dich komisch, der hat dich so links liegen lassen. So, das war so der erste, so komische, weil du hast dich als Team eigentlich immer gehypt. Und wir haben damals immer geschrien und er war immer so der auch laut war, aber sobald du in seine Richtung irgendwie positiv warst, hat er dir nie positiv zurückgegeben. So, das ist, und das war so einfach erstmal so ein bisschen weird. Aber es war noch nicht so schlimm, aber es war irgendwie komisch, weil es war immer so voll der Downer. Gute Runde, nice, Tobi. Ja. Und dann war immer so, jung. Also es war immer so, das Echo hat sich irgendwie eher runtergezogen, als dass sich gehypt hat. Aber es war, und das war damals halt erstmal komisch, weil so, es war niemand. Aber das kannst du ja erstmal per se, kannst du ihm das ja nicht vorwerfen. Kannst du ihm ja per se nicht vorwerfen. So, das ist halt einfach, aber du bist halt noch nicht smart genug, du bist noch nicht reif genug, um vielleicht so verschiedene Charaktere überhaupt zu verstehen. Das war so der erste und dann haben wir noch so, sag mal, bestimmt noch so eine Woche gehabt und dann, es wurde immer schlimmer. Du hast langsam auch gemerkt, dass er wurde so ein bisschen ekelhaft. Ne? Also, Masko, worunter er gelitten hat, kommt. Gib mir ein bisschen Zeit, wir müssen ein bisschen ausholen. Ich kann genau erklären, worunter er gelitten hat und bis heute halt leidet. Was auch total schade und scheiße ist, aber so, wir müssen von der Zeit ausgehen, wo, ich gestikuliere jetzt nur mit einer Hand, weil ihr wisst, die ist kaputt, ja. Wir müssen von der Zeit ausgehen, wo wir halt selber noch jung waren. Ich war selber 16 Jahre, 16, 17, 15, 16, 17, es war irgendwie in dem Bereich. Ich war selber noch absoluter Ghetto-Junge, also wir waren doch alle dumm und ich habe immer auch relativ so, wir waren immer so das Team, was zufälligerweise es geschafft hat, keinen im Team zu haben, der studiert, mäßig so. Wir waren immer so diese Assis. Das einzige Team, was damals dann kam, was assiger war, war G-Life mit Milat, Burak und so. Das waren die kompletten Assis. Aber danach kamen wir eigentlich direkt. So, das heißt, wir waren so noch gar nicht ready und smart genug, um überhaupt so andere Charaktere einzuschätzen. Aber ja, das heißt, das war uns schon mal suspekt. Dann wurde es immer so, es wurde immer ekelhafter einfach so. Der Typ wurde einfach so ein bisschen ekelhaft, sehr abgehoben, sehr hochnäsig und man muss verstehen, der hat noch gar nichts gerissen bis dahin. Der hat noch nichts gerafft, noch kein Erfolg, keine LAN, kein Event, keine EPS-Season, gar nichts. Ja, der Typ war ein absoluter No-Name, was Erfolge anging. Das heißt, er war ein Niemand. Aber hat sich aufgeführt, als hätte er die letzte EPS-Season schon gewonnen. Und dann war irgendwann so dieser Punkt, so, und das ist halt dann auch fragwürdig natürlich, aber dann war so, ich sag ganz ehrlich, wir waren immer wieder dann so, haben halt gequatscht, haben wir auch gesagt, ey Tobi, das ist irgendwie, du kannst dich hier nicht so aufführen, so. Das geht das halt, also du fuckst halt einfach ab mit deiner Art. So, sorry, so, aber es ist halt so ein bisschen, ja, also ein sehr arroganter Spieler, ein sehr, 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 sehr arroganter Spieler. Später hat er auch gezeigt, dass die Arroganz spielerisch vielleicht berechtigt ist, aber spielerisch ist ein anderes Paar Schuhe. Das packen wir erstmal zur Seite. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, ey, neues Team, wir wollen ihm ein Slot geben. Sorry, aber du bist halt ein Bastard. Wir wollten ihm halt einen Slot geben, eine Chance geben, seinen ersten Shot geben, ja? So, und dann, noch bevor wir zu diesem, was dann passiert, er macht so ein Readmore-Interview damals, so, weil es hat sich halt rumgesprochen, dass er gepickt wird.
Und er macht ein Read-More-Interview. Erstmal so, ohne dass irgendeiner das weiß, macht er so ein Interview, wo halt erstmal rauskommt, dass er sagt, dass er bei uns im Team spielen wird und so. Was alles ein bisschen weird ist, das machst du nicht, bevor so Deadline hittet, wisst ihr? Und dann ist einfach schon der Titel des Read-More-Interviews: Ich werde hundertprozentig Rookie of the Season. Da denkst du dir, heutzutage würdest du vielleicht sagen, so, okay, einfach cocky Statement, wo ist das Problem? Damals, es war so. Erstmal war es nicht offiziell, dass er bei uns ist. Dann war es nicht offiziell, dass er das Interview machen soll oder war abgesprochen, dass er das Interview macht. Und dann hat er das ganze Interview sich so bastardig verhalten, dass es unmöglich war, und das Interview, und das sag ich als jemand, der von allen gehasst wurde, aber selbst ich habe es geschafft, dass 2-3 Leute geschrieben haben, so, hä, er hat halt einfach eine, so, er ist halt einfach ein bisschen, er weiß halt, was er kann, oder ist halt wenigstens Charakter. Aber bei einem Trouble-Interview hast du einfach die, nicht mal die Chance gehabt, nicht zu beleidigen. Er war so ekelhaft, so abgehoben, so desillusioniert damals schon, dass es so richtig nervig war für alle, die, für uns, die mit ihm spielen wollten. Es war einfach überpeinlich. So zu reden, als hätte er EPS gewonnen, aber dann noch nichts gerissen zu haben. Und dann kam das auch noch dazu, dass sein Verhalten, gibt's ein Interview, ich glaube, die gibt's nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwie so der Titel, ich bin Rookie of the Season zu 100% oder irgendwie sowas. Ich meine, ja, cocky Statement von mir aus, ist okay, so kann ich nicht drüber meckern, es hat auch meinen Charakterzug, so. Aber dann dieses Interview plus die Trial-Phase noch, plus jede Break, plus jeden Abend haben wir geredet, so, Alter, das Zocken macht gar keinen Bock mehr. Es hat gar keinen Bock gerade, wenn der da ist. So, das alles führte dazu, dass Guillotine Sonics eine Entscheidung treffen musste. Und das ist jetzt nicht die korrekteste Entscheidung, die ich gemacht habe, aber ich habe dann halt, es wurde immer closer zur Deadline, immer näher zur Deadline, ich bin unter Pressure, aber ich denke mir, ja, under pressure, könnt ihr jetzt kurz einmal einspielen in euren Gedanken. So, und ich war dann irgendwie so an einem Punkt, wo ich sage, so, Alter, ich werde doch kein Team machen. Ich, der Harmonie bedürft, der Harmonie nix. So, wahrscheinlich auch ein bisschen in seiner eigenen Bubble gefangen. So, wahrscheinlich, so auch, nicht nur Bubble, bei mir war immer ein großes Problem auch mein Ego. So, ja, ich habe auch fett Ego immer gehabt früher. Heute immer noch, früher extrem. Und wenn mir dann jemand nicht geschmeckt hat, dann ist es ein Problem gewesen. Besonders, weil ich im Gegensatz zu ihm schon die Leistungen gebracht habe, die es gerechtfertigt haben, dass die Leute gesagt haben, du machst das Team, du hast dir das Sagen. Mit 16, 17, so. Dann habe ich halt damals einfach die Entscheidung getroffen, irgendwie eine halbe Stunde vor Deadline, Charlie, du bist raus. Du bist raus. Du bist raus. Verpiss dich, Alter. Und also wirklich, so, ich sag, Tobias, Charlie, es ist unmöglich mit dir zu spielen, es tut mir leid, aber wir spielen nicht mit dir. Halbe Stunde vor Deadline. So, es ist, wie gesagt, absoluter, ja, genau, Hardcore-Scheiß-Move von dir. Ja? Nö. Nein. Für mich nicht. Nein. Es war ganze Zeit Trial-Phase. So, es war ein bisschen beschissen, aber es war mir auch ein bisschen der, es war halt for a greater good. So, ich musste eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war, entweder wir fucken uns der ganze Season ab, keiner will spielen, keiner will weitermachen, oder ich treffe die Entscheidung und take ein fürs Team und sag, ey, okay, ich werde das jetzt klären und ich werde sagen, wir spielen nicht mit dem und wir holen einen anderen. So, egal, jetzt im Nachhinein, klar, ich wusste es da schon, dass es eine Scheißentscheidung ist. Es ist immer eine Scheißentscheidung, die Leute zu kicken. Wisst ihr, wie oft ich Leute aus dem Team geworfen habe und die Leute haben im Teamspeak geweint? Oder im RL auf LAN geweint oder so? Aber ich mach das. Ich treffe diese Entscheidungen und ich execute sie dann auch. Ich gehe da nicht zu meinem Manager, der zu einem Manager geht, der eine Brieftaube schickt. Nein, ich gehe mit den Leuten ins Voice, ich sage denen, guck mal, ey, ich muss dir, es tut mir leid, aber ich habe wenigstens meinen Sack in der Hose, um das zu machen. So, und das habe ich schon immer gemacht und das habe ich seitdem auch immer gemacht. Und das war zu der Zeit, klar, das Timing hätte geiler sein können. Aber ich wusste auch noch nicht, was mich erwartet menschlich. Und ich wusste auch nicht, dass der 3 Tage vorher einen Readmore-Ding droppt, was uns nochmal alle runterzieht, wo die Leute nochmal weniger Bock haben zu zocken. Das kann ich auch alles nicht readen, so. Das heißt, am Ende des Tages, long story short, ich habe ihn gekickt. So, ich habe ihn gekickt. Und ja, ich habe ihn auch damit natürlich nicht nur gekickt, sondern ich habe ihn auch ein bisschen gefickt.
Ist Fakt, hat mir damals leid getan, 100 Pro. Tut mir heute nicht mehr so viel leid, weil es ist zu lange her. Kann ich jetzt nicht lügen. Jetzt mir scheißegal. Damals tat es mir wirklich leid, weil ich habe ihn halt ihn und zumindest einen Startschuss gefickt. Für mich war ganz klar, ich sag zu ihm so, guck mal, bei uns auf keinen Fall, aber glaub mir, du findest jetzt in einer halben Stunde hundertprozentig ein Team, weil du bist trotzdem zu gut. Du bist zu gut, als dass du kein Team finden kannst, selbst in dieser letzten halben Stunde. Und er hat noch ein Team gefunden, ja? So, das heißt, er hat eh auch hinter Brücken schon immer so noch alle Türen offen gelassen. Weil sonst findest du auch nicht in einer halben Stunde noch das nächste Team, ja? Das ist nicht so wie heute, dass du wenigstens mit allen connected bist oder so, so rund um die Uhr mit Handy und sowas. Das ist vor 17 Jahren, da ist nicht WhatsApp gewesen, so. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, er hat sich auch alle Türen offen gelassen, wir haben uns alle Türen offen gelassen. Und ich habe die Tür halt relativ knapp vor Ende der Deadline geschlossen. So, sorry. Das war Kapitel 1. Kapitel 1, Sonics and Trouble. Er hat natürlich gesagt, ja, das ist scheiße. Ich habe gesagt, ja, ist scheiße, tut mir leid. Aber ich kann nicht mit dir spielen und auch die Jungs können nicht mit dir spielen. Ich habe immer das auf mich getankt. So, ich habe immer gesagt, ich kann nicht. 700 Leute sagen mir, ich will nicht. Ich sage am Ende dem Typen, ja, ich nehme das auf mich. Ich habe immer das getankt. So, er findet neues Team. Aber natürlich war er zu der Zeit. So, ist halt Fakt. Er war halt ne, dann. Ich habe ihn halt dadurch ein bisschen zur Lachnummer gemacht. Weil er macht einen Readmore. Er macht ein Readmore-Interview, ohne abzustimmen. Aber er macht ein Readmore-Interview mit: Ich werde Rookie der Season. Halbe Stunde vor der Season wird er gekickt aus dem Team, worüber geredet wird. So, ja. So. Natürlich habe ich ihn gefickt. Das war, ich habe ihn damit zur Lachnummer auch gemacht. Aber er hat sich schon vorher tausendmal mehr damit zur Lachnummer gemacht, was er alles für Aussagen getätigt hat. Das heißt, ich habe ihn so diesen letzten Tropfen, oder sagen wir mal, ich habe fünf Tropfen gemacht, aber das Fass war schon fett voll. Wer war neuer Fünfter? Ich weiß es nicht mehr. Mirko, ich höre, ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid, ich würde es gerne sagen. So, das heißt, das Kapitel war dann, ja, ich kick ihn kurz vorher. Er findet natürlich noch ein Team. Das heißt, es war eh klar, dass er auch alles sich offen hält. Und das ist auch okay. Das war immer wichtig. So, es ist okay. Ich habe ihm das nicht übel. Also, ich natürlich nicht, weil ich war auch natürlich froh. So, dass er dann auch wenigstens in der Season spielen kann. So, ich würde jetzt gerne wissen, wie wir in der Season gegen ihn gespielt haben. Vielleicht hat er uns sogar gefickt. Vielleicht habe ich ihn gefickt. Weiß ich nicht. Aber heutzutage noch so, alles schön warm halten. Ja, so, das ist halt ein bisschen komisch, das, aber es war halt schon immer so. Deswegen, es ist passiert, aber das war Kapitel 1, ja. Kapitel 1, und da hat er natürlich gesagt, ich hasse dich. So, aber das war nur dieses, ich hasse dich. Und das haben wir uns vorher schon gesagt, weil ich habe ihn auch eigentlich gehasst. Ich wusste ja vorher nur vom Schreiben, wie er ist. Ich habe ihn ja nie richtig kennengelernt. Jetzt habe ich ihn richtig kennengelernt und wusste ja, er ist ein Bastard. So, ich fand, er ist ein Bastard. Und alle anderen eigentlich auch, nur ich habe halt gesagt, dass er einer ist und kein anderer hat sich getraut, weil die Leute waren immer noch so, ja, aber er ist so gut und er ist so skilled, ja, schön. Aber wenn ein Spieler 20% besser ist als ein anderer Spieler seiner Position, aber wegen ihm jeder einzelne Spieler 10 bis 15% schlechter wird, diese Gleichung geht nicht auf in meiner Welt, ist nie aufgegangen in meiner Welt. Deswegen war das für mich ein Ding, nehmen wir. Und jetzt, wir schließen das Kapitel, ja, es vergeht. Ich weiß nicht, vergehen bestimmt 2 Jahre oder sowas, ja? Bestimmt 2 Jahre mit wirklich cringing Stories über Trouble. Und die werde ich jetzt nicht aufmachen, weil das ist. Im Long Term ist der Typ einfach. Also der Junge ist einfach krank gewesen, ja? Später kam es halt raus. Ich meine, es ist eh alles öffentlich. Ich öffne jetzt hier keine Akten, die sie so unter Verschluss sind oder sowas. Der Junge hat zumindest im Late-Late-Game, wo man ihn kannte, wurde auf jeden Fall Schizophrenie nachgesagt. Also er soll schizophren gewesen sein. So, ja. Oder er war es einfach auch. Also, so wie man. Er war es halt einfach auch, weil man hat es halt auch gemerkt, so. Aber das ist ja sad genug, so. Da, ich judge das nicht und ich flame ihn nicht für das, was er 10 Jahre später dann wissentlich war. Ja? Ich wusste nicht am ersten Tag, er hat das und ich ficke sein Leben dann, sondern das wusste man so 10 Jahre später, ja. Das heißt, es gab erst 1 Milliarde Stories, die in der Counter-Strike-Szene auch nicht so selten sind, dass Leute sich wie Bastarde verhalten und sowas. Das ist nichts Neues. Dass Leute arrogant sind, abgehoben sind, hinterhältig sind, das war alles nichts Neues. Diese Diagnose kam erst Jahre, Jahre, Jahre später in den Raum dazu. So, das heißt, ne, ich wollte nur schon mal diesen Zahn ziehen. Er hat halt auch eine Krankheit gehabt, so angeblich. So, weil er war ja nie in der Klinik oder sowas, ne? Er war ja nie in der Klinik oder sowas. Das ist halt das, was damals gemunkelt wurde. Oder was
bestätigt wurde. Es ist alles auch Hörensagen, ist aber alles ein bisschen her. So. Auf jeden Fall, wir haben diese Rookie of the Season, so, ich werde der Rookie. Er wurde es natürlich nicht, so, weil so, Team war da nicht gut genug, bla bla. Er hat sich vieles auch verbaut mit seiner Art, so wie ich auch, by the way. So, ich hatte aber eine etwas andere Art als er, also das kann man nicht gleichsetzen. Dann, es kam wirklich eine Milliarde Stories und ich kann jetzt nicht mehr den Zeitstrahl so hitten, dass ich euch das so chronologisch von der Historie perfekt erklären kann. Fakt ist einfach, es kamen sehr, sehr viele sehr, sehr shady und cringe Stories, ja. Ich hole die auch gar nicht jetzt raus, weil das ist auch ein bisschen, einfach ein bisschen fies. So. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Stories passiert, die auf jeden Fall bestätigt haben, dass sein Bild in der Szene immer weiter den Bach runtergeht, ne? Bis zu einem Punkt, wo selbst ich aufgehört habe, so da reinzutreten oder sowas, weil es irgendwann echt unangenehm wurde. Das Problem ist halt, mit diesen Stories hat er ja auch andere Leute immer wieder verletzt oder eingeschüchtert oder sowas. Also da gibt es auch Stories, die noch Leute betreffen, die es auch immer noch aktiv in der Szene gibt. Deswegen würde ich die auch gar nicht rausholen für zum Schutz aller Beteiligten. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, Season vergehen, Seasons vergehen. Trouble, immer ein guter Spieler. Immer, immer so wirklich sehr, sehr. Also, sagen wir einfach, wie es ist. Es war ganz klar, Trouble ist einer der besten Spieler, aber menschlichen Hurensohn. Das war einfach genau das, was jeder gesagt hat, was jeder wusste. Ist kein Geheimnis gewesen, deswegen kann ich sagen. So, ist kein Geheimnis, jeder hat das gedacht. Jeder, jeder, jeder. Jeder, der mit ihm gespielt hat, auch zu der Zeit, hat das gesagt. Jeder, keiner wollte mit ihm abhängen oder so. So, es war nur, die Leute haben ihn als Mittel zum Zweck gepickt, so wie ich es nicht gemacht habe. So, rein spielerisch wäre der Spieler für mich immer besser gewesen. Aber ich brauchte kein Mittel zum Zweck. Für mich war immer wichtiger, mit meinen Freunden zu gewinnen, mit den Leuten zu gewinnen, mit denen ich gewinnen will, denen ich auch. Ich verliere auch lieber mit den Leuten, anstatt zu verlieren und dann einen Trouble zu haben, der dann die Leute hinterm Rücken beleidigt, flamed, übers Team schlecht redet, Leute kicken möchte und sowas, ja. Deswegen, ja, ich hört by the way, vielen Dank, einmal ganz kurz, motiviert euch. Deswegen Seasons vergehen, Trouble immer wieder im Begriff. Genau mit den Worten, die ich gerade gesagt habe. Und dann kommt das, sagen wir mal, also die Vorgeschichte war vielleicht Kapitel 1, so Interlude. Dann das mit meinem Team war Kapitel 2 oder der zweite Teil. Damals war es nicht nur ein Kapitel, es ist immer dann ganz gleich ein ganzer Film, ja. Und jetzt kommt die Trilogie zu Ende, ja. Und glaubt mir, das war so der, er hasst mich Gnadenstoß. Aber bitte glaubt mir auch, wie ihr gleich hören werdet, es ist nicht meine Schuld diesmal. Diesmal ist nicht meine Schuld. Diesmal konnte er es nicht auf mich droppen. Also, ich habe meine letzte Season bei TPH gespielt mit Roman Air, Blizzard, Gore, absolutes Legendenteam. Sonix war immer so, ich habe eigentlich nach jeder Season gesagt, ich höre auf. Weil, keine Ahnung, ich hatte eine komische Einstellung. Ich fand Zocken damals auch selber nicht so. Kam mir irgendwie komisch vor. Ich habe da nie diese krasse Zukunft gesehen. Ich hatte immer viel zu viel Talent, war aber viel zu faul. So, das ist einfach ganz klar gewesen. Schon zu vor TBH wollte ich schon aufhören. So, ich wollte immer nach den Scenes aufhören. Hab gar Scheiß drauf. Ich will Party machen, ich will feiern gehen und dies und das. Ich war irgendwo anders in der Welt, ja. Und zu TBH bin ich schon damals so gekommen, weil Milat, Kuss raus an dich, mein Bruder, Roman R., glaube ich, oder so, damals richtig bearbeitet hat. Er sagt so, nein, ihr müsst den testen, ihr müsst mit dem spielen und so. Und der ist auch menschlich gar nicht so, wie die Leute sagen. Weil ich hatte auch so einen menschlichen Ruf, dass die Leute immer dachten, ich wäre so und so und so. Und dann haben die mit mir gespielt und geredet und dachten, dann kam immer dieses so, ach krass, Alter, du bist ganz anders. Ich hätte nicht gedacht, dass du so bist. Jedes fucking Mal. So, it is what it is. Also ich wollte vor TBH aufhören, ich wollte nach TBH aufhören. Das heißt, TBH, die Season ist zu Ende, die war so semi-erfolgreich. Wir wurden noch von der Orga gescammt. So, wisst ihr, so ganz normales, nennen wir es mal ganz normales Counter-Strike-Finale. Für mich denkst du, ja, komm, scheiß drauf. Ja, Roman, der jetzt bei Big ist, genau. Ich denke mir so, ja, komm, passt, ich höre wieder auf. Ich bin wieder inaktiv. So, gleichzeitig in dieser Zeit, Mausbots, das Team. Mausbots, das Team, brauchen neuen Spieler. Tixo muss gehen, will gehen, wird gegangen, irgendwas davon, ja? Fresse, Junge, du Spast. Tixo soll ausgewechselt werden. Und hinter den Kulissen fängt es langsam an, es brodeln so die Gerüchte. Weil bester Spieler war Trouble. Das heißt, hinter den Kulissen kommen so langsam die Gerüchte, ja, die testen Trouble, die spielen mit Trouble, so, die wollen Trouble picken. Währenddessen, Sonic ist komplett inaktiv. 2 Wochen, 3 Wochen, nicht eine Stunde gespielt. Nicht eine Stunde gespielt, nicht eine. Nicht
eine Stunde. Ich habe einfach, dieses Game, es war weg. Es war einfach weg. So. Ich habe einfach gar nichts mit dem Game gemacht. Ich habe ein bisschen Fandattle, aber so vielleicht Hacker-Account, ESL gespielt. Aber so Pro-Gaming, es war safe, dass ich es nicht mehr machen will. Es war mir völlig egal. Ich habe mich gar nicht darum bemüht, irgendwo unter, so unterzukommen. Alle, die gefragt haben, so, sag ich, nee, ich spiele nicht mehr, keinen Bock mehr. So. Und dann kommt langsam der, jetzt kommt langsam die Würze in die Runde, ja. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen vergehen. Sonic spielt kein bisschen Pro-Gaming. Jeder weiß, er hört auf. So. Kamen ein paar knusprige Angebote rein, so ist nicht, aber sie hat einfach keinen Turn mehr auf die Scheiße. Dann auf einmal mein Steam-Fenster geht auf. Roman Mini-Air, Roman Außerdorfer, schreibt so, yo, was geht, du Dog? Ich hab das doch so, für mich ist das noch so allgegenwärtig, so, yo, weil wir haben immer so du Dog genannt, zweimal so unser Ding mit ihm, Roman mit Pan und so. Weil Roman war einer von denen, die kannten mich schon. So, der kannte, wir hatten irgendwie immer mal wieder gezockt und so, der wusste, wie ich bin. So, und dann einfach so, der schreibt mich, was geht ab, du Dog? Oh, nichts, Alter, ein bisschen daddeln, ein bisschen gammeln, so, dieses Ding. Dann wir schreiben so ein bisschen und einfach mitten im Gespräch, er fragt mich einfach so, warst du schon mal in Südkorea? Denkst du, Roman, was ist mit dir denn so, hä? Ich denke, er will so Sextourismus starten mit mir oder so, weißt du? Weil ich war raus aus der Szene. Ich wusste nicht, was für Events sind und sowas. Ich war raus. Und ich denke so, also ich war noch so, ich habe nicht mal diesen Wink mit dem Zaunfall verstanden, weil es gab dann, Mausbots hatte relativ so 4, 5 Wochen weiter, hatten die ein Event in Südkorea. Das heißt, ich habe diesen Wink null verstanden. So, ich hätte ja schon ein bisschen raffen können, wohin die Reise gehen könnte. Aber ich habe es gar nicht so. Ich sag so, nee, was soll ich da? So, wisst ihr, so diese Antwort. Hey, nee, was soll ich denn da? So dumm wie Sonics war manchmal. So ein bisschen so. Nee, was soll ich da? Er sagt so, ja, willst du nicht mal hin? Und wahrscheinlich denkt Roman schon so, bist du so dumm oder bist du so dumm? Ich sag so, ist nicht, warum? So, ich war so richtig, ich war einfach, ich hab's nicht gerafft, weil ich war halt raus. In welchem Jahr sind wir gerade? Ist das Soul 2009 vielleicht? 2010? 2009? Ja, 2009, 2010, so in diesem Jahr, denke ich, müsste es sein. Es war Estas. Ja, ich denke, in dem Bereich könnte es sein. Und ich raff's einfach nicht. Und so, und ich raffe einfach nicht, wohin seine Reise gehen möchte. Ne, 1.6. Es war, also es gab schon CSS zu der Zeit, aber es war immer noch das, es war so finale Zeit von 1.6. Und dann, ich raff die Reise nicht, das Ding nicht, und wir reden und so. Und dann, ich merke, dass er merkt, dass ich dumm bin. Und dann fragt so, und dann er sagt so, Junge, wir wollen mit dir, so, wir wollen dich testen bei uns. Ich raff's immer eigentlich, also ich, weil für mich, es war gar nicht in, Mausports war eh, es kam gar nicht immer noch schwer, dann in diesem Gespräch zu raffen, wohin die Reise, wir wollen mit dir spielen. Ich bin immer noch so, ich denke immer noch so erst so an ESL-Lobbys oder sowas. So, dass die jetzt so ESL-Game möchten. So, jetzt so Fun-Game. So, wisst ihr, so Ladder. Bis ich gerafft habe, weil er sagt so, so mit Mausbots. Irgendwann sagt er so, wir wollen dich bei Mausbots testen. Und dann ging so, oh. Ich sag so erstmal, ich sag's, Bro, ich hab so 4, 5 Wochen nicht richtig gezockt und so. Er sagt, ist egal, nimm dir irgendwie morgen frei oder sowas. Und ich schwöre, in dem Moment sage ich so, ich schwöre, ich schreibe schon, aber ihr habt doch Trouble gepickt. Ich schwöre, ich habe das sofort geschrieben, aber ihr habt doch Trouble, weil jeder wusste hinter den Kulissen, dass sie den picken wollen eigentlich. Und dann ist er so, aber ihr habt doch Trouble gepickt. Er sagt so, lass einfach mal zocken. Und dann haben wir zu der Zeit, haben wir ein bisschen gegamed. Ich war wahrscheinlich Katastrophe, ich kann es gar nicht mehr einschätzen heutzutage, weil mein Level vor Mausports und nach Mausports waren so zwei unterschiedliche Sonics. So. Das heißt, ich habe okay gespielt, würde ich sagen. So. Das Ding war, ich kriege die Settings jetzt nicht mehr 100% zusammen. Ich glaube, wir haben erst Testgames gemacht ohne Fatih, weil er war irgendwie noch in Vegas. Oder wir haben schon ein bisschen gequatscht oder sowas und es war klar, dass wir irgendwie in 4 Wochen aber erst zocken können. Also ich kann euch leider die Timeline nicht mehr 100%ig sagen. Ich weiß irgendwie, dass er gesagt hat, dass Fatih noch in Vegas ist. So, weil der halt Poker professionell gemacht hat, auch zu der Zeit. Und ob er, so, dass er dann erst wieder berg, irgendwie war das ein bisschen weird. Fakt ist, ja, um zum Thema zu kommen, wo der Knacksus ist, ist natürlich, die haben schon wochenlang mit Trouble gezockt.
Es war allen in der Szene klar, dass sie Trouble picken. Und nach Kapitel 1 und 2 kommt plötzlich Sonics ins Spiel. Also, ja, das Zocken, so why not? Lass mal ein bisschen, klar können wir Try machen, so ich sag, aber ich bin ein bisschen, also ich sag halt so, wie so ein bisschen, kennt ihr so dieses so, ja, aber erwartet nicht so viel mäßige, so dieses, du willst die Erwartungshaltung ein bisschen tiefer machen, um so einen Stein im Brett zu haben. So hab ich, kam ich selber. Ich war halt wirklich wochenlang raus, ne? Aber dann gesagt, ja, aber erwartet halt nicht so viel, also ich bin nicht zu ready. So, das ist egal, lass einfach zocken. So. Weil ist egal, die wussten eh, dass ich gut bin. Also Roman wusste es zumindest. Und ich glaube, was der Punkt war, ist einfach, dass die. Dass er, dass Roman wollte, dass die restlichen Jungs verstehen, was das eigentliche Problem auch von ihm damals dann war, nämlich immer das Menschliche. So. Und da war es auch so. Ich habe relativ schlecht gespielt, denke ich, für meine Verhältnisse. Aber dann war irgendwie nach hin und her, bla blub. Ja, wir wollen mit dir dahin. Wir wollen mit dir. Weltklasse. So, das war absolut das Beste, was mir passieren konnte damals. Ich wollte inaktiv gehen, ich war inaktiv und plötzlich, so das ist so dieses, also es ist einmal so dieses bisschen auch Karma, weil ich habe eigentlich immer die Leute, die mich gekannt haben, wussten, dass ich korrekt bin und dass ich gut bin. So, also ich, und ich habe auch immer die Leute korrekt behandelt. Ein, zwei, drei richtige Leute korrekt behandelt. Die Leute, die mir eine Chance gegeben haben, haben den echten Sonics kennengelernt. Da war Roman dabei. Das heißt, ich habe so ein bisschen positives Karma einfach gesät. Und dann am Ende einfach wahrscheinlich auch das Lucky. Dann war es einfach auch Luck, Luck, Luck. Und das ist so dieses, manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, Luck. Oder grundsätzlich einfach dieses Luck ist so. Es war einfach Glück, dass meine Personalie bei jemandem im Hinterkopf ist, in einem Moment, wo die eigentlich gar keine Personalie brauchen, aber merken, dass sie doch eigentlich noch einen Plan B brauchen. Und dass ich dann wahrscheinlich so der erste Hintergedanke war. So ist einfach auch dann Glück, so dass sie dann an mich gedacht haben und nicht an 100 andere Spieler, die vielleicht zu der Zeit auch noch aktiver gesucht haben oder auch einfach besser im Kontakt mit den Leuten waren. Ja, genau, Swanny. Deswegen, also manchmal ist einfach, und das war halt einfach auch Glück, weißt du, das war für mich einfach auch, dass Roman wusste, ich bin korrekt und ich bin ein guter Spieler. Es ist einfach auch Glück. So, das heißt, es kann immer auch dieser Glücksmoment sein. Deswegen sage ich auch Leuten nicht umsonst, hinterlasst niemals verbrannte Erde, wenn nicht wirklich eine Reason da ist. Wenn Leute nicht eure Mutter vor euren Augen genommen haben, so, das ist niemals so verbrannte Erde hinterlassen. So, und seid immer korrekt zu den Leuten, mit denen ihr auch seid. Weil viele sind mit Leuten korrekt, aber sind im gleichen Moment hinter dem Rücken nicht korrekt. Und lässt dann hinter die Leute. Und ich stand immer zu 1 Milliarde % hinter meinen Leuten. 1 Milliarde. 1 Milliarde. So, hinter denen ich stehen wollte, mit denen ich sein wollte. So, da gab es keinen hinterm Rücken dies oder hinterm Rücken das. So, und deswegen kam mir das wahrscheinlich dann an der Stelle einfach mal fett zugute, dass Roman mich auf dem Schirm hatte. Das heißt, bam, 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 bam. Ja, wir wollen mit dir spielen. So, ich denke mir, ja, krass, Alter. So, und dann wusste ich so, ha. Da war ja noch dieses Thema, mit wem die eigentlich spielen wollten. Das heißt, x Jahre später, nachdem ich Trouble aus meinem Kick 20, 30 Minuten, ich glaube, es war sogar noch weniger, vor der Deadline gekickt habe, x Jahre nach dem Dingen, wird Trouble bei Mousesports nicht genommen für Sonics. Trouble, der wahrscheinlich von individuell in dem zu der Zeit wahrscheinlich sogar besser war, der ganze Zeit mit denen schon geprackt hat, der alle Jahre darauf hingearbeitet hat, dahin zu kommen, weil er durchgehend jeden Schwanz im Bereich von Maus im Mund hatte, so, der alles dafür, alles, alles, alles dafür gegeben hat, und das ist kein, ich rede das jetzt nicht klein oder schlecht, ganz im Gegenteil, so, der hat alles gegeben und der hätte es verdient gehabt. Von allein seinem Invest dahin, egal, der hat auch so viel Schätzung, aber der hat alles, der wollte das unbedingt. Und dieser Vollidiot Sonics, der einfach nicht mal einen Fick drauf gegeben hat, kriegt diesen Slot. Und dann, weiß ich noch, kam das so raus und es wird so hinter den Kulissen kommuniziert und zu der Zeit, ich glaube, Trouble wusste es erstmal nicht. Also ich habe es ihm auch nicht gesagt. Also jetzt, das ist jetzt nicht der Plot-Twist, dass ich so vor seiner Tür war mit so. Du bist nicht bei Mousesports, ich bin bei Mousesports. Also das ist jetzt nicht die Nummer, ja. Also ich habe da gar nichts gemacht, Alter. Ich habe mich auch mini bisschen, so, also ich wusste, das ist nicht so cool.
Aber ich habe auch fett drauf geschissen, weil es war meine größte Chance und ich habe mir die auch verdient. So. Und dann weiß ich nur noch, und das ist dann halt so die Überschrift vom letzten Kapitel, dass Trouble mich halt 2 Wochen, 1, 2 Wochen später angeschrieben hat und hat gesagt hat, du hast mein Leben kaputt gemacht. Du hast mein Leben ruiniert. So, du hast, also so hat er irgendwie dieses Wording ungefähr so. Du hast mein komplettes Leben zerstört. Und das war schon so, das war schon, also nein, habe ich erstmal nicht, weil das hast du selber gemacht, das da braucht niemand kommen. Also so sehr, sehr oft probieren Leute das so also ihre Schuld zu outsourcen, aber nein, ich hab's nicht gemacht. Also das war er leider selber, weil es genau das ihm wieder eingeholt hat, was ihn damals bei mir schon eigentlich eingeholt hat, nämlich dieses, er ist spielerisch die beste Wahl, aber er ist menschlich der letzte Müll gewesen. So. Und also charakterlich menschlich und das hat sich in so vielen Punkten wieder gespiegelt, dass es halt krass ist. Und zu all diesen Punkten, natürlich ist Trouble dann weiter in der Szene geblieben. So, er hat das geschrieben und er hat mich natürlich ab dem Tag an noch mehr gehasst als eh schon. Er hat mich wirklich gehasst, gehasst, gehasst. Aber auch gar nicht so krass gehasst, weil über mich so hinter den Kulissen hat er eigentlich nie so krass schlecht geredet. Bei Linky Fieder steht bei ihm sogar die AL-Zeit drin. Da siehst du, wie er ja, schon, so, weißt du, schon ein bisschen, naja. Auch fies. Servus, Frodo. Also, er hat mich auf jeden Fall gehasst, gehasst, hat er gesagt, aber er hat mich auch gar nicht so krass gehasst. Außer später, aber das ist eigentlich auch nochmal ein lustiges Kapitel. Weil, dann war es halt, eigentlich ist dieses Kapitel, es wird eigentlich nochmal lustiger, weil er hat auch sein Payback bekommen, ja? So, er hat auch einfach sein Payback bekommen, ja? Das ist auch okay, das gönne ich ihm ja auch, weil die 1-6-Zeit, da habe ich dann leider ihn nochmal so. Also er hat die Schuld natürlich auf mich geschoben, aber es war natürlich seine eigene Schuld, weil die Leute konnten es einfach nicht aushalten, mit ihm 1, 2, 3 Tage zusammen zu pracken. Es war unmöglich. Es war unmöglich einfach. Und deswegen war das, also habe ich auch, der Kick tat mir leid, das tat mir kein bisschen leid. So, weil ich hab's verdient, er hätte es auch verdient, aber ist dann am Ende nicht, liegt dann auch nicht an uns. So, wenn die Leute einen Typen anschreiben, der 6 Wochen inaktiv war, lieber mit denen nochmal probieren wollen, anstatt denen, mit denen sie schon 6 Wochen trainiert haben und gezockt haben, zackt leider alles. Wahrscheinlich hätte es ihn gerettet, hätten sie nur eine Woche mit ihm trainiert. Naja, auf jeden Fall war dann das ist dann das dritte Kapitel gewesen, dass ich den Slot bei Mousebots ihm wegschnappe, in seiner Welt wegschnappe. In meiner Welt würde ich sagen, einfach den Slot bei Mousebots bekomme, weil sie einfach nicht mit ihm spielen wollten. Gut, dann haben wir die ganzen. Aber der ist ja auch. Also, das war dann so. Bis dahin konnte man immer, wusste man immer noch nicht, hat noch lange nicht, was alles so in ihm steckt und was alles in seinem Kopf vorgeht. Das sind wirklich tausend Stories, die kann ich einfach auch nicht erzählen, ohne dass er diffamiert wird, noch mehr als nötig oder ins schlechte Licht gerückt wird, weil das würde ich ja, bringt mir auch nichts. Oder andere Leute ins Licht kommen. Ich kann noch ganz kurz anschneiden, also das war halt die Story, warum hasst mich Trouble, weil diese zwei Events halt zusammen ihm leider wirklich das Genick gebrochen haben. Er hat aber sein Payback bekommen, und das kann ich euch sagen. Das Payback war dann bei CSGO, was ihn natürlich, wird natürlich nicht so weit ausgeholt, habe ich wieder in dem Team mit ihm gespielt. So. Also es war dann nicht wieder, nein, es war glaube ich dann das erste Mal, dass ich in dem Team wirklich mit ihm gespielt habe. Das war so CSGO, alle Leute waren scheiße und Trouble war halt immer noch da. Und dann kamen diese ellenlangen Diskussionen in unseren Teams, so dieses so. Ich will auch gar nicht sagen, wer alles dabei war, aber die sind alle auch immer noch aktiv. Ja, dann kamen diese ellenlangen Diskussionen. Ja, wollen wir nicht, dann lass uns doch Trouble picken, wenigstens. Er hat doch wenigstens Skill. Und wir halten ja alle zusammen und so. Und wir fallen uns nicht in den Rücken und so. Lass doch mit ihm machen. Und dann auch, dann der Manager dann sagt, ich hab ihn im Griff, vertraut mir, der macht keine Scheiße. So, ich hab ihn, so, wir sind dicke, so, der macht keinen Mist mehr. Und ich denke so, bla, 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 weil jeder. Mir war es klar, dass, also in meiner Welt war es klar, das kann, dieses Team kann nichts werden. Das wird von innen zerfressen. Das ist leider wie Krebs. So, oder wie ein Tumor. Es tut mir leid. Der Typ ist leider genau das für jedes Team gewesen. Für jedes. Es tut mir leid. So, das heißt, klar, am Ende, Anfang, ich glaube, es war dann Mousebot CSGO. Am Anfang, es lief ein bisschen okay. Es war okay. So, aber es war schon. Es war gefühlt. 3 Wochen im Team, da hat Trouble hinter den Kulissen schon den Leuten geschrieben, dass er besser ansagen könnte als Fatih. Und dass er lieber ansagen sollte. So.
Ja, deswegen, Baldwins, man kann ja die Namen eh dann zusammen dribbeln. So. Es kam schon diese Sache und es kam so, oh mein Gott, da ist ja noch ein Name voll drin, den habe ich gar nicht mehr im Schirm gehabt, der ist ja. Boah, das muss ich selber erstmal double checken. Weil wenn da dem so ist, sorry, das ist gerade, naja, der Nuke war auch drin, aber noch eine. Trouble hat ja nicht nur sein Team kaputt gemacht, der hat ja auch externe Personen mit kaputt gemacht. So, auf jeden Fall war es dann so, es war dann so, ja, das Team war, wir waren spielerisch okay, aber ich kann auch nicht leugnen, dass ich keinen Bock hatte eigentlich, wieder mal. Das gebe ich zu, ich hatte, meine Attitude war ganz einfach, habe ich Bock auf das Team, bin ich rund, also auf jeden im Team und habe ich Bock. Ich habe auch teilweise Chancen nicht so nutzen können oder wollen, wie ich es hätte machen können oder wollen heutzutage und wusste oftmals auch nicht, wie blessed ich bin in dem Moment, dass ich überhaupt noch die Chance habe. Habe ich manchmal auch nicht realisiert. Für mich war das irgendwie, ja, es klingt dumm, aber es war teilweise normal, dass ich diese Chance bekomme, weil ich halt schon auch sehr gut war. Und meine Stärke ist halt auch gewesen, so, das hat mir wahrscheinlich auch viel geholfen, dass ich halt menschlich einfach wirklich, wirklich korrekt bin. Immer gewesen zu den Leuten und die Leute einfach gerne mit mir sind. Das heißt, du hast halt jemanden gehabt, mit dem hast du halt die 5 Stunden Prac gemacht und danach bist du aus dem Teamspeak gerusht. Oder du hast halt jemanden wie Sonix, mit dem hast du 5 Stunden Prac gemacht und du hast danach noch 5 Stunden im Teamspeak gechillt, Granaten rausgesucht, Angles gecheckt, weil du die Zeit einfach genießt. Und das war halt das war halt auf jeden Fall mein Signature-Move, dass die Leute einfach, dass wir einfach eine geile Zeit immer hatten. Und das ist mir halt zugute gekommen, dass manchmal meine Arbeitsmoral oder auch meine Leistung gar nicht so krass waren. Gerade auch an mir habe ich erst sehr spät angefangen, richtig gut zu arbeiten. So, sondern ich einfach meine korrekte Art und Weise einfach, die Leute, die mich kannten, wussten es halt, dass die mich halt immer wieder in diese Teams auch gebracht hat. Auf jeden Fall war mein Team und ich kann es halt nicht leugnen, dass ich hatte halt Bock mit Chris J war Weltklasse, Fatih, Nico, das war Weltklasse alles, ja. Aber ich konnte es halt auch nicht leugnen, dass ich keine Sekunde mit Trouble sein möchte. Ich konnte es nicht leugnen. Also ich konnte es auch nicht hiden, wisst ihr? Wir haben professionell geredet, wir haben so wirklich gute Gespräche geführt. Aber am gleichen Tag kam hinter den Kulissen, hat er wieder so zwei, drei Dinger gerissen, wo der so mit an. So, wir machen Prac und während des Pracs ist er so am Handy und schreibt zu so anderen Gamern und so und will die so. Ich kann nicht zu viel erzählen. Also, ich kann die Story leider nicht klar genug erstellen, ohne dass es halt irgendwie auch fies klingt. Aber es war wie es ist. So, der hat halt, während wir geprackt haben, hat der halt am Handy anderen Spielern geschrieben: So, ey, treff dich mal mit mir. Ich hol dich danach auch ins Team für Mousebots. Ich kick dann ein für dich. So, das heißt, der hat andere angehende Pros halt psychisch erpresst. Mit seiner Neigung zu denen, indem der denen halt Sachen versprochen hat, die er nicht in der Bag hatte. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt, es ist halt bekannt, dass das halt passiert ist, so. So. Das heißt also, ja, so, es war halt so dieses, ey, treff dich mal mit mir, so, und ich treff dich mit mir und ich schwöre, ich hol dich zu Mouseboards. So. Und das hat er gemacht, während wir mit Mousebots geprackt haben. Und dann hat er halt auch am Handy so den Leuten geschrieben, so, ja, ich kick Sonics an für dich. So. So. Und das hat er bei mehreren Spielern gemacht, so. So, diese Nummer. Und das ist halt. Und hab da mal die Kraft, mit so einem Typen zu spielen. So. Hab da mal. Dann ist er halt auch nachts einfach so auf teamkostenmäßig. Hat er sich ein Taxi genommen und ist einfach irgendwo zu Leuten hingefahren oder so und wollte sich mit denen treffen. Bisschen Genie mit viel Wahnsinn. Er ist leider nur Wahnsinn. Das ist einfach krasse Manipulation, psychische Erpressung auf der höchsten Ebene leider. Also, ja, es ist schon krass, wie weit voraus. Also, diese Züge haben normalerweise auch Genies krass. Diese manipulativen, narzisstischen Züge haben auch viele Genies. Das gebe ich dir. Aber es ist einfach gottlos des Grauens. Das heißt, wir haben all das getankt. Wir haben all das getankt for the greater good. Und das greater good war hier kein Spielspaß, kein was weiß ich, sondern das greater good war einfach, dass wir vielleicht ein, zwei Matches mehr gewinnen. Und also ich gebe zu, halt, ich habe nicht gut gespielt. Ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr gut über ihn reden können und auch irgendwie auch wahrscheinlich dem Team dienen. So, dann das Thema war für mich durch. So durch, dass ich dann am Ende auch an dem Punkt war, wo die Leute sagen, so, ey, Sonics macht
es macht mehr Sinn, nicht mehr mit dir weiterzuspielen. Und ich sage ganz ehrlich, ja, das hat safe mehr Sinn gemacht für alle Beteiligten. So, weil ich habe immer gesagt, und das, ich sage immer, Trouble ist hier das Problem. Und ich war halt so ein Typ, ich dachte manchmal, ich war so naiv, dass ich dachte, ich wäre bei so welchen Aussagen am längeren Hebel, weil ich dachte, wir sind uns alle einig, dass wir gemeinsam zusammenhalten und wenn es zu weit geht an der Stelle, dass wir die richtige Entscheidung treffen und die richtige Entscheidung wäre immer gewesen und war es immer und wird es immer sein, dass Trouble leider aus dem Team gehen muss und die alle anderen mehr Sinn machen als er. Egal wie die spielerische Leistung ist, weil der psychische Terror im Game, out Game, hinterm Game, vor dem Game, nach dem Game war nie worth it genug in meiner Welt, das zu tanken. Das heißt, ich war mir in der Position ein bisschen zu sicher, dass ich damals auch gesagt habe, ey, ich kann mit dem nicht weiterspielen. Das heißt, bitte entweder, so, es geht nicht. So, und die Leute waren halt, aber das ist dann vielleicht auch so das, was ich verdient habe in dem Moment, dass ich vielleicht nicht professionell genug denken konnte, dass es ja nur mein Job ist und ich sitze ja nur und ich muss ja nur Geld verdienen. So, vielleicht. Und ich habe wahrscheinlich meine spielerische Leistung zu wenig in die Schale mitgelegt. Das heißt, am Ende war mein Punkt, wo ich gesagt habe, Freunde, es geht nicht. Also entweder wir akzeptieren, dass mein Gedanke irgendwo Sinn macht, dass er gehen muss oder ich muss halt dann gehen, ne? Und da war es halt der Punkt, dass es dann die Entscheidung kam, ja, dann musst wahrscheinlich du gehen. So, wo ich mir so denke, oh, krass. Also, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich dann einfach, ich habe natürlich auch gepokert, aber auch mit dem Blatt eigentlich wissentlich so, dass jeder weiß, was der abzieht, wie manipulativ der ist, dass der Typ noch von dem Gehalt noch eine Wohnung bezahlt bekommt und so, was von allen abgezogen wird, dass der Leute erpresst, dass der hinterm Rücken immer lästert, bam, 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 bam. Am Ende wurde aber die Entscheidung getroffen, das akzeptiere ich, muss ich, dass er spielerisch besser war zu der Zeit als ich und mehr auf dem Server mehr Frags hatte. So, sagen wir es einfach so. Und das war dann sozusagen, und das kann ich ihm auch gönnen, und das muss ich ihm auch gönnen, war dann halt sein Payback. Das war dann halt das Kapitel, sein Payback. So, Sonics wurde jetzt gekickt, anstatt Trouble. Mein Payback, aber mein Long-Term Payback ist, dass die natürlich auch früher oder später aufgehört haben und sich zerstritten haben. Das ist so, das war so klar. Das war, glaube ich, dann, es war so klar, dass das passiert. Das weiß ich so, boah, ich bin Nostradamus, ich kann in die Zukunft sehen und ihr könnt mich jetzt, kommt in meine Krypto-Gruppe. Ist nicht dieses Level, sondern 5, 6, 7 Jahre hat doch jeder gewusst, was passiert und es wurde nur schlimmer. Es wurde nicht besser. Es wurde nur schlimmer. Das heißt, es war immer schlimmer. Er war immer öfter komischer. Er war immer dreister. Er war immer so präsent dreister. Es ist ja nicht wie heute. Heute hast du die Story und du hast zu der Story ein Video, 13 Fotos, eine Fotostrecke, ein Poster so von der Story. Früher, da gab es das alles noch nicht. Da konntest du vieles noch so undercover machen und hiden. Da war nicht immer gleich ein Beweisvideo dabei oder sowas. Das heißt, vieles war für die Leute auch so, ja, die kochen das alles nur heiß oder Sonics kocht alles nur heiß. Aber mit der Zeit kam halt immer mehr Sample Size an Geschädigten, sag ich mal. Plus auf einmal kommen Handyvideos ins Spiel, auf einmal kommen mehr Verläufe, bessere, klare Chatlogs. So, es ist so, es war wahrscheinlich immer so dieses Level, aber es wurde einfach nur offensichtlicher. So, oder es gab einfach mehr Beweislast, sage ich einfach mal, okay? Die nicht so auf höheren Sagen hätten geschoben werden können. Das heißt, am Ende des Tages war es dann auch wirklich so, dass er ja auch dann immer wieder gestiegen ist, aber auch immer wieder gefallen ist. So, weil es war, wie es heute immer noch ist, immer ein Spielermangel an guten CS-Spielern in Deutschland. Das heißt, es kam immer wieder. Und das ist ja das, was man ihm geben muss. Der Typ war ein Weltklasse-CS-Spieler. So. Aber deswegen war seine Personalie immer, 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 immer wieder in Gesprächen drin. Und es war gefühlt so, dass in jedem Büro dann die Pro-Kontra-Liste geführt wurde. Pro Weltklasse-Spieler, Kontra. So, aber dann, welche Alternativen haben wir? So, dann haben wir einen Spieler, der ist nur die Hälfte. Dann nehmen die Leute lieber einen Spieler, der. Klar hätte man sagen können, ja,
Aber der ist nur die Hälfte so gut, aber der kann sich doch entwickeln. Was nämlich das Problem ist, damals zu der CSGO-Zeit, muss man noch sagen, wir wussten nicht, wie lange das Spiel noch da ist. Es wirkte immer so, dass nächsten Monat das Spiel weg ist. Das war nicht so wie dann 5, 6 Jahre später, wo einfach so IEMs 6 Jahre im Voraus geplant sind. Ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Langzeitpläne gab es noch gar nicht. Du hattest 3 Monatsverträge, teilweise Monatsverträge. Das heißt, die Teams gehen natürlich dann, ey, wir haben jetzt vielleicht noch ein Event, scheiß drauf, wir machen das mit Trouble. So, ein Event werden wir schon schaffen. So, und dann wurden 2 Events, 3 Events und dann kam erst der Kick. So, weil das Spiel hat sich irgendwie immer weiter gehalten und deswegen waren immer diese Short-Terms, dieser An oder am Anfang war das eine Short-Term-Decision, ihn zu picken, wurde dann immer Long-Term, bis er dann gehen musste, bis er dann voll sein Ich gezeigt hat. Das ist so. Deswegen wahrscheinlich war das nur auch ein Grund, warum der überhaupt so lange stattfinden konnte. So mit dem, was da noch hintersteckt, weil die Teams halt immer dachten, ja, komm, für ein Event holen wir ihn rein. Und ein Event war doch immer krass. Bis er dann halt er war. So, und das war. Jeder, der mit ihm gespielt hat, kann seine eigene Geschichte zu ihm erzählen. Und ich rede nicht mal von den Trash-Geschichten, die zwischen den Matches oder nach den Matches stattfinden, sondern von den Sachen, da kommt es mir schon fast hoch, wenn ich nur dran denke, sondern nur auch von den Sachen, die er mit seinem Team, für sein Team, in sein Team gebracht hat. So, und das ist schon so schlimm genug, dass alles drumherum gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch das finale Kapitel dann irgendwann für ihn gewesen, weil super, super viel kam dann auch nicht mehr. So, ich kann nur eins sagen, und das stimmt. Also, was ich sagen kann, ist, dass man ihm immer helfen wollte. Bei all den Problemen, die dann auch irgendwann so gerüchtemäßig rauskamen, die Leute wollten ihm immer helfen. Das heißt, auch dieses so, ja, wir verzichten auf ein bisschen Gehalt, damit er eine Wohnung bekommt, ist nicht so, Junge, du bist nicht Messi gewesen. So, halt, ne? Also das ist nicht Messi oder so. Bleib mal cool. Wir machen das auch, das ist auch in Dingen, um zu helfen, um da eine Situation zu schaffen, weil ist natürlich, der war teilweise durch sein eigenes Fehlverhalten oder auch dann irgendwann durch seine Probleme, die sich daraus, psychischen Probleme vielleicht, die sich daraus entstanden sind, hat er sich halt immer in Situationen auch manövriert, dass er halt auch dass er dann auch zu Hause abgehauen ist und sowas. Das sind ja alles dann Entscheidungen, die du triffst. Und wir haben das schon auch als Team getankt, dass man halt sagt, okay, wir verdienen alle weniger Geld, dafür kann er, zahlen wir seine Miete dort und er kann leben und kriegt dort Internet und so. Das waren ja, der war ja einer der ersten Spieler, der so Sachen wie Wohnung, Internet, Essen, Zuschläge so in seinen Vertrag mit hatte. Das gab es damals sonst noch nicht. Das hat so eine Teampauschale oder so. Das heißt so, vielleicht auch cool, aber er brauchte ja immer 3 Extrawürste schon allein, damit er überhaupt spielen kann. Und für all das dann noch die Strapazen und die ganzen Nebenschauplätze und, war halt dann irgendwann auch zu viel. Und das war, ja, also ich denke, das ging alles nur länger, als es überhaupt hätte gehen dürfen. Und Hilfe war immer da, er hat auch psychologische Angebote bekommen und so. Also es war nicht so, dass man irgendwie ihn irgendwie so, dass die Leute ihn, glaube ich, ausnutzen wollten. Also von mir gab es immer ganz klar, ich will nicht mit ihm spielen, so, das macht keinen Sinn, bringt nichts. So, und der braucht wahrscheinlich auch Hilfe. So, klar, du hast es damals, so etwas jugendlicher, so hast du es halt ein bisschen lapidarer gesagt. Du hast dich damals nämlich auseinandergesetzt mit psychischen Erkrankungen, auch mit auch so Depressionen und sowas, wie ich es ja selber lange auch habe, hatte und immer haben werde wahrscheinlich. Du hast diese Themen ja noch gar nicht, du bist ja noch gar nicht her, dein Wissen ist ja noch gar nicht ready dafür, solche Themen zu verstehen und zwischen den Zeilen lesen zu können, was vielleicht da wirklich hinterstecken kann. Das heißt, klar hat man dann noch ab und zu so lapidar gesagt, ja, der hat einen Schaden, mit dem spiele ich nicht. Wo du jetzt so 10 Jahre später sagen würdest, so ja, hätte man das damals gewusst, hätte man es vielleicht nicht so ausgedrückt. Fakt ist, das waren 4 Kapitel, nur die offiziellen Zeilen der Kapitel, ja, das waren alles die offiziellen Zeilen. Ich werde niemals live on stream, wahrscheinlich so, wenn ich mit Freunden rede oder sowas, werde ich mal diese inoffiziellen Kapitel öffnen, weil das sind noch ganz, 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 ganz düstere Kapitel von ihm. So, und aber das werde ich niemals machen, weil dafür ist, das braucht man nicht, das ist nicht nötig, das ist halt auch nur noch Trash und der. Ich glaube, so das letzte Mal, was man gehört hat, und das ist halt auch keine offiziell, so, das letzte Mal, zeig mal, was ist da?
Ja, genau. Also, genau. Ja, genau. Dieser Tweet ist so das letzte offizielle, weiß ich nicht, Masko. Das ist so das letzte offizielle, was man ungefähr von ihm weiß, dass er irgendwann dann irgendwie keiner obdachlos gegangen ist. So ist er, also, dass er das gemacht hat. Dass er, glaube ich, nach Dänemark ist und sowas und dass er dann dort gelebt hat, glaube ich, auf der Straße. Aber das ist so das Letzte, was so offiziell gemunkelt wird. Was jetzt nicht, ich weiß es jetzt nicht. Das ist keine offizielle Sachen, das sind so die offiziellsten oder so das letzte offizielle Papier dazu, dass der dort auch verklagt wurde und sowas. Und genau, das ist das Ding. Da ging es wirklich nicht gut. Ja, also ihm ging safe nicht gut, aber ab dem Punkt musst du halt irgendwie, weil, also dafür fehlt mir die Expertise oder die Knowledge oder auch der Kopf, aber ab einem Punkt musst du dir halt helfen lassen. So. Und der hatte auch tolle Eltern, die ihm helfen wollten. So. Also, ja, das ist jetzt also Mutmaßen und so. Ich habe keinerlei Skills in dem Bereich, aber ab einem gewissen Punkt musst du, glaube ich, auch dann dein Kind einfach zwangseinweisen. So. Wenn das möglich ist, aber ich glaube, du hast irgendwie auch ein Recht in Deutschland das Recht auf Verwahrlosung. So, habe ich letztens erst kennengelernt. Du hast also auch in Deutschland das Recht auf Verwahrlosung. Das heißt, ab einem gewissen Punkt darf man Fick drauf geben, mäßig so. Ja, also, Fakt ist, der hat Hilfe bekommen und immer wieder angeboten bekommen und. Ja, aber dafür fehlt mir halt auch psychologisches Wissen, ob das überhaupt irgendwo ihm geholfen hätte oder. Das Ding ist klar, es ist ein super, super trauriger Fall. Es ist aber, ihr vergesst jetzt gerade, also es ist trotzdem immer traurig, wenn jemand psychisch krank ist, aber vergesst bitte nicht, wie viel Leid er auch zwischendurch den Leuten angetan hat, ja. Das, was er alles noch zwischen den Zeilen gemacht hat, aufgrund von oder nicht aufgrund von, wann, ich weiß es ja auch nicht. Es ist auch sehr, 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 sehr krass. Das heißt, sein Schicksal ist sehr, sehr krass. Das tut mir wirklich leid. So. Aber er hat auch bis zu diesem Endresultat hat er sehr, 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 sehr vieles kaputt gemacht. Bei Menschen auch und bei Leuten, bei allem drum und dran. Finanziell und aber auch besonders psychisch. Also von daher, naja, das ist so ein bisschen so meine Story mit Trouble. Berührungspunkte, die wir hatten und so. Wir hatten, by the way, auch mal auch coole Gespräche und auch, also manchmal zu entspannt, als dass ich glauben konnte, dass er so 2 Jahre später vorher mich noch umbringen wollte. So, was er natürlich auch gesagt hat. So, aber mit so einem Wissen musst du halt auch dann in ein Team mit so eingehen, ne? Mit jemandem, wo du so nicht weißt, ob da alles so ganz sauber ist und, aber wir haben auch super coole Gespräche gehabt und deswegen ist es halt irgendwie auch naheliegend, sage ich mal, dass er wahrscheinlich einfach dann das, was man ihm nachgesagt hat, auch irgendwie schizophren war. Ist, I don't know, das Ende ist auch nicht so schön, aber ja, das vier Kapitel zum Thema Trouble. Also, es ist halt krass, dass das waren jetzt in der Zeit, das waren jetzt 15 Jahre ungefähr, ne? 16, 17. Eigentlich sogar noch mehr. Es waren eigentlich fast 20 Jahre jetzt, die Story beinhaltet haben. So Vorgeschichte, erstes Team, Zwischenweg, Mouseboards, CS16, Mouseboards Go, nach Mouseboards. Also, eieiei. Ja, der Name ist Programm. Das ist ein geiles Ende dafür, ja. Das ist ein geiles. Guck mal, ihr würdet alle, also jetzt, ich will jetzt auch jetzt hier nicht zu viel Moral oder sowas, aber jeder würde behaupten, ey, wenn jemand fünfmal Scheiße gebaut hat, wegen der Erkrankung der psychischen und sich auch oftmals dann darüber sehr bewusst ist, dass er sich Hilfe suchen soll. Keiner würde das akzeptieren, dass dem nicht so ist. Und wenn dann irgendwie du das 20 Jahre nicht machst oder 15 Jahre nicht machst, obwohl du es einsiehst eigentlich und auch bestätigst und so und immer davor dann doch wegrennst, weiß nicht, wie lange dann noch so Mitleid ein Thema sein darf.